Erstmal herzlich willkommen, ich bin der Bärtige Lauch. Ihr könnt jederzeit auf meinem Twitch-Account vorbeischauen, da streame ich regelmäßig, bis semi-regelmäßig, irgendwie so in der Art. Das hier ist Kalupo, der schneidet meine Videos, hat beim Bau der Farm geholfen, er ist auch auf YouTube und auf Twitch. Und das hier ist Cora, der hat auch bei dem Bau der Farm geholfen, durch ihn bin ich auf die Idee mit der Farm gekommen. Ich weiß nicht, ob er YouTube hat, aber Twitch hat, der guckt auch bei ihm mal vorbei. So, diese Farm ist darauf ausgelegt, so viel wie möglich an Kürbissen und an, wie heißt die anderen Dinger, Wassermelonen rauszuholen, die gehen. Also so viel wie geht. Und zwar habe ich bis jetzt bei YouTube nur Videos gefunden, wo man durchgehende Wasserquellen hat. Diesen Punkt hat mir Cora gezeigt, kann man super überspringen, indem man alle 8 Felder, also quasi hier das erste Feld und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alle 9 Felder, sorry an der Stelle, alle 9 Felder quasi ein Wassertropf, also eine Wasserquelle setzt. Diese bewässert dann tatsächlich alle umgebenden Felder, wie man hier unschwer erkennen kann. Die Sachen wachsen. Was man dazu aber halt noch braucht, ist Licht. Das müssen wir hier noch machen. Wenn wir aber eine Etage tiefer gehen, upsala. So, und hier könnt ihr sehen, Alter, dass wir hier überall in der Mitte der Wasserquellen die Lichtquellen gesetzt haben. Also, wenn man hier zwischen den Wasserquellen 8 Felder hat, kann man perfekt jeweils auf Höhe von beiden Seiten auf die vierte eine Lichtquelle setzen. Und kann damit alle Felder bewässern. Ich habe die Kürbisfarm vor 2 Tagen abgebaut und habe, glaube ich, knapp 8000 rausbekommen. Genau, 8300 circa rausbekommen. Man kann diese Farm auf mehreren Ebenen bauen. Sobald man eine abgeerntet hat, hat mir Cora erzählt, man müsste, genau, wenn man 3 Stück davon baut, also 3 dieser Ebenen mit einer Pflanze, also wenn man jetzt 3 Kürbisse hat, baut man die erste Ebene komplett ab, die zweite, die dritte und sobald man mit der dritten fertig ist, müssten auf der ersten Ebene fast alle wieder gewachsen sein, sodass man dann quasi weiterfarmen könnte. Und ertragmäßig habe ich, glaube ich, knapp 2 Stacks enchantete Kürbisse rausgeholt. Ja, die beiden Mitarbeiter werden nicht bezahlt. So,